ist wieder der gleiche Weg. Der lange Schatten, die Sonne scheint wieder. Ich möchte noch mal kurz was sagen, kurz vor der Rente. Das bedeutet nicht bei mir, dass ich jetzt plötzlich mehr Mut hätte und meine Meinung noch deutlicher zum Ausdruck bringen könnte. Das ist nicht der Punkt. Wenn man geht oder bald geht, gibt es ja immer das lachende und das weinende Auge. So heißt es im Schwäbischen. Und bei mir ist das lachende Auge endlich mal das machen zu können, was immer zu kurz gekommen ist. So heißt es. Und das weinende Auge ist natürlich die Tatsache, dass das gesprochene Wort nie was gegolten hat. Ich habe darüber einiges gesagt. Dass weder ärztliche Gutachten noch Rechtsanwälte noch sonst jemand hätte was bewirken können. Das ist ähnlich ist wie in der Kirche, da habe ich heute eine Stellungnahme abgegeben auf meiner Homepage, ähnlich wie in der Kirche, dass der höhere, mit einem höheren Rang, also eine reine Machtfrage, Oberst nicht unter. Der Mann ist 2004 gestorben an Krebs, wesentlich früher als ich. Das ist tatsächlich im öffentlichen Dienst leider so, egal, wer was anderes behauptet hat, keine Ahnung. Und trotzdem bin ich mit der Lebensleistung zufrieden. Kann ich zufrieden sein? Die Gesundheit ist ja jetzt Schwerbehinderung. Und da muss noch die zuständige Behörde abschließend urteilen. Aber das können wir noch in Ruhe. Ah, hier, das habe ich noch nicht gesehen. Figuren hier im Vorgarten in Ruhe abwarten. Also, das lachende Auge sagt, man hat jetzt Feierabend, bei schönem Wetter kann man hier hochlaufen, wer kann das schon? Und mit Handy in der Hand und sehen, was sich verändert hat, wo neue Dächer drauf sind. Die Natur verändert sich, der Mensch leider nicht. Der Mensch ist zu träge. Die Menschheit kann also den Klimawandel nicht beherrschen. Wie wir wissen, da ist der Mensch an sich zu träge. Die Evolution macht das nicht mit. Das geht zu schnell. Der Klimawandel geht viel zu schnell. Und deswegen werden wir in wenigen Generationen eben sagen, die Alten haben uns im Stich gelassen. Die Alten wollten einfach nicht. Und da zähle ich mich ja dazu. Also ich habe ja immer versucht, durch kleine Projekte mein Bewusstsein zu schärfen, was hier richtig oder falsch ist. Das ist mir ganz gut gelungen. Also meine Lebensleistung ist nicht schlecht. Also ich muss jetzt da nicht irgendwie im Frust gehen. Mit jedem Landkreisbewohner einmal schon gesprochen, kenne die jede Ecke, beruflich, privat sowieso. Und dann gehen zu müssen, aus gesundheitlichen oder anderen Gründen, da geht man natürlich nicht im Frust. Also ich nicht. Also die Welt ist nicht anders, wenn Sie das genau wissen wollen. Ob ich jetzt da den Skistock dabei habe oder nicht, die Welt ist genau das Gleiche. Und wenn Sie oder ich plötzlich gar nicht mehr da sind, das merkt gar keiner. Also es ist leider so, diejenigen, mit denen ich jahrzehntelang zusammengearbeitet habe, da waren ja zwei, die neulich gegangen sind, da kräht kein Hahn mehr danach. Es geht so schnell, die schnell. Das Alltagsleben ist so kurzlebig, so schnelllebig geworden. Es war früher ein bisschen anders. Da haben Traditionen eine Rolle gespielt, Ehrungen. Da fehlen ja immer noch zwei bei mir. Ehrungen, die werde ich also postmortem auch nicht bekommen. Das ist ja klar, das hat man zerredet. Und da ist ein Kommando hergekommen von der Seite. Da hat man es drauf ankommen lassen. Man wollte wissen, wie weit geht der Mann, klagt er oder klagt er nicht. Das wollte man wirklich wissen. Und inzwischen ist es ja verjährt, hat ja der schlaue Person gesagt. Die Klage, da wird man sich lächerlich machen. Aber da leidest du drunter, hat jemand gesagt, so ein Quatsch. Ne? Also ja, das ist leider so bei mir. Das Geld spielt eigentlich keine so große Rolle. Die Ehre ist mehr wert, aber die Ehre im Schwäbischen, Dank und Anerkennung zu bekommen, das ist Glückssache. Die Höheren, die Großkopferten, so heißen sie hier, die kriegen das automatisch regelmäßig. Aber die Masse, den Mob, nenne ich den Mob,
Aber die Masse der Fleißigen, die werden zwar formell geehrt mit einem Foto, aber da war ich nicht dabei. Ja. Und das stinkt mir heute noch. Ja, vor 10 Jahren war das schon. Da hat man das vergessen. Ich habe dann auch protestiert und es ist nicht so wichtig, hieß es dann. Also der Blumenstrauß sei nicht so wichtig und die Urkunde, das lassen wir mal lieber. Ja. Also der Schaden ist ja groß. Der Schaden, der betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Schaden ist ja extrem hoch und mehrfaches höher, als der Blumenstrauß je wert gewesen hätte sein können. Und da hätten wir uns drüber gefreut, über einen Blumenstrauß und ein kurzes Schreiben vom Landrat. Das hatten wir leider übersehen. Wir ehren Sie hiermit nachträglich für 25 Jahre öffentlicher Dienst 2013. Und das mal praktisch 2016 vergessen haben, Sie als Gründungsmitglied des Abfallwirtschaftsbetriebs einzuladen. Stattdessen sind großkopferte Kreisräte und Rätinnen eingeladen worden, die gar nicht gekommen sind. Es geht nicht darum, ob man da hingegangen wäre, abends, 1-2 Stunden, sondern es ging darum, ob man darüber nachdenkt, wer eigentlich hier seit Anfang an auch mitgearbeitet hat, ob fleißig oder weniger fleißig, das ist ja eine ganz andere Frage. Also insofern ist das weinende Auge, das lachende Auge sagt, hier ist schön grün und ich kann hier hochlaufen, ich komme zwar außer Puste. Und es hört sich dann ein bisschen komisch an, was man hier sagt. Aber es hört sowieso keiner an. Insofern kann ich sagen, was ich will. Also die Narrenfreiheit wie im Mittelalter hat man ja auch immer einen gehabt. Der konnte sagen, was er wollte. Das hat keinen interessiert. Ne? Der Kaiser ist nackt. Die Story habe ich schon erzählt. Der Kaiser ist nackt. Nö, das geht nicht. Und hier ist eine schöne Bauwagen, ein alter. Ich zeige Ihnen das mal. So, ja. Ich habe bloß leider keinen Schlüssel. Da gehen andere rein. Da ist der Sender. Dort oben. Oben auf Schwedisch. Und hier zwitschern ja schöne Vögel. Aber ich muss jetzt mal ausschalten, weil ich mich wirklich noch mal ein bisschen bewegen, bevor die Sonne untergeht. Da lang, wo der Stock hin zeigt. Also, schöner Abend noch. Machen Sie das Beste daraus, nur für heute und tschüss.